Der Vetter startet hier in diesem Lauf, das muss man einfach so sagen. Vom Bomberteam ganz stark losgefahren und damit gleich die Führung übernommen. Die Ziele mit Zerblitzer auf der zweiten Position, die Wühlmäuse auf dem dritten Platz. Das sollte jetzt hier entspannt zu Ende gefahren werden. Drei Neustarts in diesem Lauf, drei normale Fahrzeuge in den Überschlag ausgeschieden. Also da ist scheinbar alles gelaufen und das Bomberteam scheint das Ding jetzt in der Kiste zu haben. Ole Kastin auf Platz 1 unterwegs, 3-4 Fahrzeuglenken Vorsprung hat er, eine Runde ist noch zu fahren und dann hat er den nächsten Sieg. Die Zentimeter Blitzer noch einmal auf 2, die Wühlmäuse noch einmal auf 3, die Jungs bringen das Ganze jetzt zu Ende, so scheint es. Spektakulärer Rückverlauf in der Trabant-Dominalklasse. Der Ole Kastin holt sich den nächsten Sieg auf Platz 1 über die Ziellinie. Auf 2 die Zentimeter Blitzer und auf 3 die Wühlmäuse abgewunken.